Servus Leute, Knochen hier. Heute fahre ich mal wieder, also zum zweiten Mal glaube ich schon, den SU-122 Panzerjäger Battle Rating 3.3 auf dem russischen Baum. Wir haben ein Geschütz 2,12 cm, eine M30 Haubitze. Nach einer Zeit 19,6 Sekunden, also knapp 20 Sekunden ist relativ viel. Latvia Strelnjaks, so immer das heißt. Ich glaube irgendwas mit Lettland, bla bla bla. 62 km/h Maximalgeschwindigkeit wird eher nicht erreicht, weil man selten so lange geradeaus fährt, bis wirklich die Geschwindigkeit erreicht ist. Aber trotzdem recht flott, auch wenn man eben nicht volle Geschwindigkeit fährt. Oh, 30,9 Tonnen sind wir schwer. Den habe ich nicht getroffen, warum auch immer. Ich weiß es auch nicht genau. So ein bisschen blöd anzuvisieren, weil die auf dieser Brücke stehen. Und dann noch diese, na, wie heißen die Dinger bei den Brücken, wenn es immer hoch und runter geht, da wo früher war, da hat man glaube ich früher Kanonen zwischengestellt. Diese Ausbuchtung da, ja genau, und so ist das auch bei denen da, beziehungsweise sind die noch weiter hinten. ich überlege gerade, wann ich dieses erste Mal den SU-122 gefahren bin, beziehungsweise ein Video davon gemacht habe. Ich glaube, das war irgendwas, El Alamein, nee, wo ist, Tunesien? Irgendwo da, wo C bei der Brücke ist oder häufiger ist und das Wasser halt dann, wo man sich dann unter der Brücke versteckt. Apropos Brücke, hier ist ja kein See. Ist auch ein gefährlicher Punkt. Also es kann ein guter Spot sein hier zum Abschießen von Gegnern, wenn denn welche zu sehen sind. Und wenn die nichts zu sehen ist, ja, dann hat man erstmal ein Problem. Und da ich hier eigentlich mehr oder weniger alleine bin, campe ich natürlich so ein bisschen. Ich guck mal ein bisschen vor. Und ich sag viel ein bisschen, weil es halt so ein bisschen ist. Wichtig ist natürlich zusehen, dass man hier durchkommt. Ich habe frontal eine relativ gute Panzerung. Ich halte noch ein paar Treffer aus, da fliegen schon die ersten Geschosse zu mir rüber. Ah, fuck. Ja, wenn man dann anvisiert, dann ist es nicht mehr so nah wie vorher. V1 irgendwie kriegen, ich meine, da hinten ist ja deren Spawnpunkt, deswegen sind da auch so viele. Hallo. Ist halt blöd, weil ich nicht also so ein starres Geschütz habe. kein Tourette, kein Turm, der sich mitdreht. Muss ich meine ganzen blöden Wagen, ganz blöden Fahrzeuge hier mitdrehen. Ja, ich glaube, so wird das hier nichts. Wenn man auf die Minimap guckt, dann sieht man einfach, wie voll das ist. Und ich habe keine Artillerie, das wäre natürlich super. Und da hat es irgendwen zerfetzt. Oh ja, da sehe ich schon einen. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob der von uns war oder von denen. Das ist wieder so eine knifflige Sache, wo man latent nervös wird. Ich muss sagen, der SU-122, der sieht... Obwohl er so klobig ist, sieht er irgendwie cool aus. Wenn man so schaut, so. Ich mag ja dieses Bollergeschütz vorne. Das ist natürlich ein Highlight des ganzen Fahrzeugs eigentlich. Oder das Highlight des ganzen Fahrzeuges. Ja, das sieht doch echt mal Wahnsinn aus. Nach Wahnsinn aus oder wahnsinnig aus. So, das ist der richtige dem Deutsch im Sinn. Ich muss versuchen, den hier irgendwie zu kriegen. Ich gehe davon aus, wenn er mich einmal. Das gibt's doch nicht. Oh ja, Arschloch. Zack! Wenn man denn mal dazu kommt. Ich hoffe, ich krieg ein Schlachtflugzeug mit Bomben. Die mag ich lieber als mit Raketen. Oh, fuck you! Da hat mich genau dasselbe weggehämmert. Das gibt's doch nicht. Aber da sieht man mal, auch ein SU-122 ist mit einem Schuss weg, wenn es ein anderer SU-122 ist. So, ich geh einfach nochmal rein. Hab ja noch einen Gutschein. So, da hat die Drecksau. Na, nicht zu sehen. Wichtig ist nicht gleich nass werden. Oh, da ist jemand. Blöd, dass ich nicht wirklich um die Ecke kommen kann. Kann ich den irgendwie noch treffen? Ja, das könnte was werden. Scheiße, knapp daneben. Ja, das Geschoss ist auch ziemlich lange unterwegs, von daher, ich glaube, das wird hier nichts mehr.
Wenn ich jetzt wüsste, was da um die Ecke ist, was da rumsteht, dann könnte ich natürlich da jetzt gleich raufgehen. Jetzt hier gehe ich jetzt nicht in die Luft, das ist mir echt zu gefährlich ohne CIS-30. So, einer brennt hier schon. Vorfahren, Geronimo, Style, da ist er. Kacke. Man muss natürlich darauf achten, jetzt hat er gerade geschossen, aber... Okay, der hat nicht so eine hohe Nachladezeit. Baff, weg ist er. So, und die Kollegen fahren vor, als hätten sie drauf gewartet. Ich habe auch bei den M4-Modellen auch viele Abpraller da. Oh, ein Bomber. Ich hoffe, diesmal überlege ich... Oh, der Kollege brennt aber auch heftig da. Okay, er hat gelöscht. Ich hoffe, ich kriege jetzt was weggezwiebelt hier mit dem Bomber. Bin gespannt. Oh, ich wollte gerade sagen, hoffentlich keinen japanischen, aber... Gut, der Vorteil bei denen ist natürlich 4 Bomben an Bord, die zwar kleiner sind, aber das reicht normalerweise für die Fahrzeuge ja auch aus. Welch Nightblade? Ja genau, den müsste man killen. Man muss sich auch rächen, das ist natürlich... Oh, das ist scheiß Flak. Zu sehen, dass ich hier irgendwie durchkomme. Also einer muss auf jeden Fall weg hier. Scheiße, und er hat mich schon... Ich bin auch so tief geflogen, da war es natürlich nicht verwunderlich, dass er mich hier wegsemmelt. Oh, ich habe einen gekillt. Jetzt mal den Panzerkampfwagen. Bei dem anderen ist nicht passiert, da ist schon wieder ein Wrack. Das ist der, der eben gerade noch gebrannt hatte und dann gelöscht hat. Ich habe eine Abschusshilfe. Die recappen. Scheiße, ist hier noch was? Aber wie gesagt, normalerweise bei, ich sag mal, bis mittelschweren Panzern und einigen schweren Panzern ist man normalerweise mit einem Schuss dabei. Probier's hier mal. Kritischer Treffer. Ja, habe ich's gesagt. Ich sagte auch normalerweise. Kommt natürlich auch immer drauf an, wie das, Abschusshilfe. Wie das Geschoss auftrifft. Scheiße, Mann. Oh, 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 oh. Ich meine, klar, gewonnen wird hier nach Punkten, aber ich glaube, der macht mich weg. Ich glaube, der macht mich jetzt weg. Fuck. Gerade wollte ich noch. Hat er jetzt gebrannt oder brannte irgendwas hinter ihm? Na gut, jetzt mit dem T-34 rein. Ich weiß nicht mehr, ob das andere Video besser lief. Ich glaube, es lief ein bisschen besser. Vorteil hier, Artillerie verfügbar. Die baller ich jetzt richtig zu. Der. Okay, ich guck mal hoch hier. Das ärgert mich mal eine Sekunde früher oder vielleicht 2 Sekunden früher und ich hätte noch feuern können, hätte noch einen weggenommen. Somit habe ich natürlich jetzt effektiv nur 2 Kills mit dem Panzer gemacht. Oh, das ist ein bisschen blöd hier. Ich glaube, ich habe den zerlegt, aber die Abschusshilfe bekommen, weil andere ja auch drauf geschossen haben. Oder zumindest ein anderer. Oh Mann, hier ist richtig blöd. Hier geht auch nichts voran. Wir könnten gewinnen, aber sicher ist das nicht. Da ist keiner. Da ist einer. Scheiße. Hat mir sofort schon einen rausgesammelt hier. Das ist natürlich Kacke. Schade, dass man nicht trainieren kann, dass er irgendwie schneller ersetzt wird. Das ist irgendwie... echt blöd hier. Guck mal, Bomben runter und der hat die Bomben überlebt. Einen ganzen Bombenangriff. Jetzt wird er hier mit seiner Pack vor. Ach so, Flakpan Augen gleich rausgenommen. Das gibt's doch nicht. Ja, leck mich doch.
Ja, man sieht, die zusätzliche Panzerung macht schon was aus. Tja, was soll ich sagen, ist das lächerlich? Ist das normal? Keine Ahnung. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch beim Zocken. Wir sehen uns demnächst. Haut rein, lasst es krachen und bis denn dann. Ciao, ciao.